Kehren immer wieder in ihren bekannten Dreck zurück, nicht wahr? Bevor ihr diesen Berg zurückbekommt, röste ich euren fetten Körper langsam über dem Feuer. Was soll das? Alle schubsen mich nur herum! Ihr klaut mein Heim zweimal! Die Schlange verrät mich! Der Wolf kommandiert mich herum! Ich werde euch alle vernichten! Jeder von euch wird in meinem Kerker verrotten! Ihr werdet leiden! Ganz schrecklich! Schreien vor Schmerzen! Und jeder Einzelne, der sich weiter gegen mich stellt, wird unendliche Qualen erleiden! Hoppala. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht das Schwein anpissen hier, aber hoppala. Scheiße. Ja, der regt sich auf jeden Fall zurecht auf, bin ich ehrlich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Weil man muss ihn schon echt eins lassen, ne? Der war ja schon eigentlich wirklich sozial zu seinen Kumpanen so, ne? Weil sowohl zu der Schlange als auch zu der Ratte und zu allen anderen, der ist halt einfach eigentlich ein richtig guter Mate, ne? Der ist immer dabei, immer freundlich, aber irgendwie behandeln die den alle wie Schmutz. Also, ein bisschen leid tut ihm ja schon. Aber dann auch nur ein bisschen, irgendwie auch nicht. Aber so ein bisschen, so ein kleines bisschen. Das war dumm platziert, ist egal, passt schon. Ihr könnt auf uns zählen. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade machen soll. Ich habe jetzt nur gesehen, da unten ist halt Grasland, deswegen habe ich da jetzt einen Turm hingesetzt. Ob das jetzt so smart war, weiß ich gar nicht. Ich meine, wir waren ja das letzte Mal, waren wir da unten, da war das aber alles nochmal ein bisschen anders. Von der Situation her. Ich bin gerade überlegen, dass... Wir werden überfallen! Ich müsste eigentlich hingehen und direkt Armbrustschützen machen. Zumindest 10 Stück, weil sonst habe ich ein Problem. Und 20 Bogenschützen. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Weil sonst wird er mir zu stark. Weil die haben mich beide 8000 Gold. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es werden Rekruten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Lordschaft. So, die können zumindest schon mal da hoch. Unsere Schatzkammer leert sich. So, Hopfen kommt da ja an. Ich hoffe, es wird auch reichen so. Aber ich hoffe, wir machen trotzdem noch mal einen Hopfen mehr dahin, wenn ich es bauen kann. Na, nur da. Alles okay, das verteidigen wir quasi. Das ist früh. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay, wir machen direkt eine Balliste dazu. Für Katapulte. Euer Gnaden. Ihr habt nicht genug Gold, um diese eine Aufgabe. Wie, ich hab nicht genug Gold. Hat doch funktioniert. War doch gut. So, Bier wird gebraut. Da muss ich jetzt echt überlegen, wie wir es am besten gleich machen, weil mir fehlt gerade nämlich ein bisschen der ganze Rest so. Eine Nachricht vom Schwein. Bald werdet ihr zu Schweinefutter. Wir benötigen Holz. Oh ja, das ist ein Problem. Toll, wegen einem Holz jetzt. Das ist schlecht. Ich habe echt ein Problem gerade mit dem, wie es hier aussieht, weil die mich nicht auf die Einheiten schießen, wie sie sollen. Sie sind Geschichte. Man rückt dem Lord zu Leibe. Ja, Leute, es ist schlecht, was ihr da macht. Bin ich ganz ehrlich, es ist wirklich schlecht. Ja, das ist dumm, dass sie nicht auf die Einheiten gehen. Das ist wirklich, wirklich kacke für mich. Boah, ich hoffe, die Hopfenträger kommen gemütlich hoch. Nicht töten, bitte.
keine Steuern. Das ist eine angenehme Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Ja, die können einfach reinlaufen. Wohin mein Herr? Gehen wir? Oh Gott. In diesem Gebäude eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch. Ja, die Armbrustschützen konzentrieren sich lieber auf Bauern und Baumeister als auf die tatsächlichen Feinde. Das ist halt schlecht. Also da ist, muss ich sagen, die Reihenfolge des Fokuses ein bisschen dumm gesetzt. Sag mal, was ist mit den Holzfällern los? Wir machen mal ganz kurz einen hier und einen da. Eure Beliebtheit steigt. Ja, das ist schön für die Beliebtheit, aber ist halt trotzdem ein bisschen kritisch. Ich habe zu viele Bögen übrigens gekauft, wir hätten dafür lieber Holz holen sollen. Aber ist halt trotzdem kritisch, wenn er halt die Feinde nicht bekämpft, so wie er soll. Ich meine, es ist natürlich echt nett, dass er den halt seine Fernkämpfer wegnehmen möchte. Aber wenn die Nahkämpfer stattdessen dann hier durchrennen, bringt mir das jetzt auch nicht wirklich viel. Bin ich ja ehrlich. Ich brauche übrigens langsam dringend Holz, Leute. Was ist mit den Leuten da unten? Wieso sind die so lang so gewesen? Hat euch keine gemacht. Ach nee, ich habe gar kein Holz wieder gemacht hier unten. Oh lol. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte einen gemacht, aber habe ich nicht. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Da geht das Brot hinfort. Jetzt wird's aber allerhöchste Eisenbahn, bin ich ehrlich. Wir haben 3 zu wenig, ich hätte den einen Holz wieder nicht machen müssen. Dürfen. Ja, ist schwierig jetzt. Ich will jetzt aber nicht die Bögen verkaufen. Ich brauche nur einen einzigen, den Schenke arbeitet. Wir benötigen Holz. Wir müssen eben warten, bis die beiden Holzfäller da sind. Dann können wir eine Schenke und ein Haus machen. Dann klappt das Ganze hier. Wird wirtschaftlich jetzt auf jeden Fall eine sehr langsame Angelegenheit hier. Ich kann nur darauf hoffen, dass die Fernkämpfer genug Stress machen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das ist mir schon bewusst, aber das werde ich hier schon irgendwie schaffen müssen. Das hilft ja nichts. Das sind jetzt 26, das müsste passen erstmal. Okay. Ja. Was soll ich sagen, ne? Wir müssten eigentlich auf Steine gehen. Das ist anstrengend. Schaffst du das? Du musst das schaffen, mein Freund. Plus 6. Ich habe ein Haus zu viel. Wieso habe ich ein Haus zu viel? Das geht doch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Bin zur Stelle. So ist gut. Die Holzvorräte sind. Ja, ich sag's, wie es ist. Also wirtschaftlich müssen wir jetzt echt ein bisschen warten und uns anstrengen. Ich muss hier unten einfach gleich Steine machen. Das ist unsere einzige Überlebenschance. Auf lange Sicht gesehen. Ich kann nur hoffen, dass die KI. Oh, der Gelbe hat schon kein Gold mehr. Lol. Wie hat er das Ding bewerkstelligt? Jetzt 8000, Junge. Ein bisschen schlecht um Geltung, würde ich sagen, wa? Zu meinem Vorteil. So, warte. Allzeit bereit. Ich hab einen Job. Mit Vergnügen, Herr. Weil wir müssen das hier, also wenn wir genug Stein haben, dann sind wir wirtschaftlich auch eine richtige, krasse, starke Macht hier. Aber bis dahin müssen wir halt echt gucken, wo wir bleiben. Ich meine, das Gute ist auch, dass die ganzen Bogenschützen hier zumindest, oder Armbrustschützen hier ein bisschen was von der Wirtschaft kaputt machen können. Das ist ja schon relativ hilfreich. Eine sehr wilde Karte. Wunsch. Das wird übrigens noch nie aufhören, meine Videos. Ich hab's mittlerweile aufgegeben. Ich weiß nicht, wie ich es verhindern soll. Viele sagen mir auch immer so, was heißt viele? Ein, zwei Mal im halben Jahr. Warum machst du nicht einfach WhatsApp aus, wenn du aufnimmst? Geht nicht. Weil sowohl das Studium als auch die mein ganzer Job als auch eigentlich alles andere bei mir über WhatsApp läuft. Und ich nicht einfach mal eben so 3-4 Stunden da offline gehen kann. Das klingt dumm, aber ist tatsächlich mein Ernst. Das ist schon traurig irgendwie, aber geht halt wirklich nicht. Was soll ich machen?
so. Ja, bitte. Natürlich. Okay, mit dem Hopfen klappt ja aktuell noch. Wir könnten eigentlich sogar noch einen vierten Hopfen da hinstellen. Weil die laufen ja doch noch ein gutes Stück. Aber ich meine, solange es in Bier umgewandelt wird, ist schon fein, ne? Och, erst Stein kommt. Ihr habt nicht genügend Güter. Bogenschützen. Ja, das erste Gold müssen wir natürlich gleich nutzen, um das direkt noch in eine Schenke reinzumachen, damit wir mehr Bauern machen können. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Und solange müssen wir halt gucken, wo wir bleiben. Deswegen, ja. Was soll ich sagen, ne? Stein muss halt weg. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, aber das ist kein Problem, weil die können wir jetzt einfach hier hinsetzen, die Gebäude. Das müsste dann jetzt eigentlich passend sein, oder? 58, easy. Dann ist das auch kein Problem. Dann kann er sich direkt gleich ein Fass snacken. Und damit wird das ja auch laufen. Bin zur Stelle. Und schon einmal Bogenschützen. Mit genug Stein können wir gleich noch hier einen Turm hinsetzen, dann können wir den auch unter Druck setzen, den Typen. Seine Türme sind auch alle unbesetzt. Hä, wieso ist denn eigentlich der Orangene so lost? Der hat doch voll viel Gold. Was ist mit ihm? Er hat sogar Waffen und alles. Also er könnte tatsächlich. Der hat keine Kaserne. Weil er wartet, bis der Stein zu ihm geliefert wird, weil er hier Stein nicht kauft, oder wie? Ich glaube, der hat das Problem, weil der Stein nicht zu ihm hinkommt. Deswegen macht er keine Kaserne. Ja, zu meinem Glück. Okay, ich kann ihn nicht reparieren. Ah, da war ganz kurz ein Lichtwert. Zack. Ihr seid der Drittgrößte. Der Drittgrößte? Wie kann ich denn der Drittgrößte sein, Junge? Hast du dich mal umgeguckt? Mit Vergnügen, Herr. Eine Frechheit. Und weiter. So. Womit kann ich mach kaputt. Wenn wir das hier als Steinvorrat haben, die beiden Dinger, dann sind wir richtig gut aufgebaut. Aber dann rattert hier das Geld nur so rein. Ein Kinderspiel. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, er wird sterben. Euren Wunsch. Schade. Wirklich schade. Next, please. So, das hätten wir. Eine echt gute Karte. Anstrengend und auch ein bisschen lucky gewesen, aber eine sehr coole Karte. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, und jetzt geht's mal richtig los hier. Wir könnten sogar irgendwie mal hingehen und gucken, dass wir vielleicht mal... Wir bräuchten eigentlich ein paar Nahkämpfer. Wir machen mal ganz kurz einen Söldnerposten dahin. Weil wir produzieren diesmal eh selber keine Waffen. Ausnahmsweise mal. Nee, anfackeln wäre vielleicht ein bisschen schlecht. Hm. Wir könnten kurz ein paar Meuchelmörder machen. Das passt schon. Wobei Bögen müssten wir eigentlich selber herstellen, ne? Ja doch, Bögen geht schon. Dann machen wir hier mal ganz kurz ganz viel Holz rein. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, wir haben von nie was genug. Immer nur im Rummeckern hier. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Ja, weiß ich doch. Das hatte ich mir vorher schon angeguckt, aber irgendwie war ich trotzdem zu doof. Und die ganzen Ochsen, die da hochkommen, guckst du an, wie viel Stein das ist, Junge. Oh. Angenehm. Ich glaube, es ist richtig gut gewesen, dass ich mir das Stein unten direkt gesnackt habe mit dem Turm. Ich glaube, sonst hätte das echt übel enden können. Sehr nice. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und zack. Und direkt noch einen dahinsetzen gleich. Ja, geht ruhig erstmal alle durch. Ihr habt ja Zeit. Hm. Faszinierend. Oh, er wird despawned. Er hat einen Weg gefunden. Cool.
So, den Rest der Steine behalte ich mal ganz kurz, bevor wir hier nochmal einen Turm hinsetzen können. Von mir aus auch dahin, das reicht ja sogar schon. Das ist okay. So, die Herrschaften. Ihr kriegt natürlich auch noch eine Balliste da drauf. Euer Gnaden, wie können wir rein? Und hoch. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Alle hoch. In 20 Bewegung. Stück sollte reichen. Oh lol, das ist fast leer. Bin zur Stelle. Das ist ja ungemütlich. Das wäre ja genau der richtige Moment jetzt hingekommen, um zu gucken. Einmal ganz kurz den machen, zurückgehen, Steine verkaufen. Mehr haben wir da nicht zum Verkaufen, leider. Ah, doch. Wir könnten das verkaufen. Easy. Achtung, es wird Waffen zur Stelle. Benötigt sein. Perfekt. Ja, ich muss zugeben, er war tatsächlich so ein bisschen stark geworden jetzt hier. Er konnte sich verteidigen. Wie sieht es mit dem Orangen aus? 13.000 Gold. Ja, moin. Ja gut, er kann die ganze Zeit Nahrung verkaufen, aber so viel? Heftig. Okay. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Einfach mehr Bogenschützen machen. Bis er gar nicht mehr weiß, was passiert. Einfach mehr. Ihr habt nicht genügend Güter. So, wir haben genug Holz. Wir machen nochmal ganz kurz 4 neue Bogner. Passt. Das klappt echt gut. Der drittgrößte Herrscher. Mach kaputt. Und noch einen dahin. Warte, Moment. Das ist schlechtes Timing. Ihr habt nicht genügend Gold. Scheiße. Oh, genau daneben. Sehr schön. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Okay. Muss er wissen? Hier geht's sogar zum Angriff. Stark. Der hat aber 14.000 Gold und nutzt es nicht. Ich schwör's euch, das liegt bestimmt an den ganzen Ochsen, die dich hier Stein wegbringen können. Ich dachte, er darf hier keinen Stein kaufen. Ich kann mir das nicht anders erklären. Das ist wirklich gut für uns, ohne Witz. Einfach mehr. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Rekruten? Mhm. Ich meine, wir haben eigentlich genug Zeug. Wir können eigentlich auch nochmal eine Schenke machen. So ist nicht. Wir können sogar ruhig noch einen gleich machen, wenn wir genug Holz haben. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Was ist gerade? Der wird von der Schenke in die Schenke gegangen? Glaube ich, aus Versehen despawnen lassen. Ach, keine Ahnung. Wir benötigen Holz. Irgendwie sowas. So, ihr alles habt nicht weg. Genügend Güter. Wir machen noch ganz jetzt die letzte Schenke denn, wobei die brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Nee, die brauchen wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste, glaube ich, passen, oder? Oder ist es 1 zu viel? Es ist 1 zu viel. So ist gut. Ihr habt nicht genügend Güter. Also diese ganzen Ochsen hier. Alles voll Stein. Oh, jetzt ist aber langsam die Beliebte doch kaputt. Oder sterben die einfach nur instant hier? Nee, die sterben nur instant. Alles gut. Das Gute ist aber, da die jetzt hier auch nicht mehr rauskommen und da kein zweites Eingangstor hat, kommen die auch nicht mehr zu den Nahrungssachen dahin und auch nicht zum Eisen. Das ist für ihn echt schlecht. Steigt. Apropos, wir könnten uns eigentlich auch das Eisen snacken. Ey, ganz ehrlich, eigentlich... Jetzt will ich schon das löschen, genau. Ja. Smart. Eigentlich könnte man auch das machen. Mach mal ruhig. Bin zur Stelle. Ein paar Bogenschützen da hoch. Bogenschützen bereit. Oh, die Balliste ist kaputt gegangen. Mensch. Ist ja ärgerlich. Euer Gnaden. Wäre ja schade, wenn wir noch eine machen. Lagerungsgeräte bemannt.
Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, zack. Steine bitte weg. Das sind wir wieder reich. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Alle Bogenschützen bitte hier runter. Rücken aus. Genau, perfekt. Dann fangen wir an, Eisen zu sammeln. Schwein. Oh, 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 das Schwein wittert Gefahr. Warte, müsst du kurz ein bisschen Holz kaufen? Alter, wir sind immer so reich nur durch Stein, ne? Stein ist halt so insane. Das sollte reichen. Oh, da ist sogar ein Weg nach da oben, ist ja noch besser. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Krass. Richtig gut für uns. So, warte, machen wir es noch dahin. Einen dahin und einen dahin. Alter. Ich glaube, wir machen doch noch die letzte Schenke hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ist ja easy. Nochmal vier Häuser. 1, 2, 3 und 4. Müssen wir genau bei 114. Ah, ist 1 zu 4. Es sind sogar noch 3 Häuser. Dann kann das weg. Nice. Das ist richtig gut. Einmal kurz Holz kaufen für alles, was wir uns da leisten können. Ihr habt nicht genügend Gold. Und Stein weg. Ihr habt nicht genügend Güter. Ist das stark? Steuern. Das ist eine angenehme Veränderung. Was heißt eine Veränderung? Ihr habt noch nie Steuern gehabt. Es werden Rekruten benötigt sein. Du Dummschwätzer. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Junge, Junge, Junge. Mein Herr? Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Der zweitgrößte? Junge, nur weil der reich ist, ist mir erst egal. Dafür bin, also, der hat nie wieder eine Chance, irgendwas zu tun. Der hat 3 Käsereien, mehr kriegt er nicht. Boah, der könnte sich so eigentlich sofort alles kaufen, ne? Der könnte mir sofort alles entgegensetzen, was er noch hat. Aber leider ist er hier auf seinen Stein angewiesen. Und selbst das kauft er sich nicht. Sehr ärgerlich für ihn. Aber nicht unser Problem. Ihr habt nicht genügend Güte. So, jetzt ab und zu einen kleinen Beispiel stehen lassen, damit er nicht mehr bauen kann. Was ist dein Tun? Hat er vorher? Sehr schön. Dann ganz kurz. 1, 2, 3, 4. Was soll konstruiert werden? Genau. Was wünscht ihr? Einmal kurz das Ding. Sehr schön. Huch, das war ganz schön wenig Stein. Toll. Okay. Wie sieht es eigentlich mit dem Gelben aus? Wie kann der sich eigentlich noch instand halten? Weil er dürfte doch eigentlich keine Nahrung kriegen hier. Die sterben doch alle sofort. Da hinten ist nur Orange. Nee, wo kriegt der eigentlich seine Nahrung her? Wie macht er das? Hey, der brutzelte sogar oben mit dem Schmied rum. Wo hat denn der das jetzt her? Vor allem, was das Geile ist. Der hat ja keinen Stein irgendwie, ne? Baut keine Kaserne. Aber hat die gesamte Struktur mit Türmen und allem gebaut. Also kauft er sich ja doch Stein, aber doch irgendwie auch nicht. Belagerungsturm bereit, komisch. Dann gehen wir da dran und nehmen mal seinen Turm ein. Eure Befehle? Bin zur Stelle. 30 Stück, da hoch bitte. Unser Werkzeug ist bereit. Noch ein Turm. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ja. Dann machen wir 6 Bogenschützen. Easy. Bin zur Stelle. So. Wieso Hude? So, da kommen sie. Bogenschützen bereit. Hä? Wo ist denn der andere? Ach, da hinten. Hey, was ist der denn für ein Umweg gelaufen? Mein Herr? Wo gehen die denn jetzt hin? Ach so, das ist ja gar nicht verbunden. Hoppala, mein Fehler. In Bewegung. Entschuldigung. Kein Problem, haben wir. Der ist aber verbunden, da hätten die hochgekommen, oder? Ja, da können die hoch. Eure Befehle? Dann gehen wir mit dem mal ganz kurz da hoch. Passt schon. Bin zur Stelle. Machen noch ein paar mehr Bogenschützen.
Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, die Rekruten kommen schon. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, du stellst dich da hin? Ja, er hat da gerade ein Gebäude neben mich gebaut. Wie geht denn das? Zählt er euch nicht als Einheit? Na, wo gut, ich meine, den sieht er nicht, ne? Aber trotzdem. Oh, lol, sein Burgherr. Bin zur Stelle. Die könnten das sogar schaffen. Oh, war das knapp. Ey, die hätten das schaffen können, tatsächlich. Ja. Bin begeistert. Und die nächsten 30. Sind auf dem Weg. Tja, schade. Ich frag mich immer noch, wo er sein Zeug herholt. Oder dann noch so viele Ressourcen im Lager, dass er das machen konnte. Kann ja auch sein, wer weiß. So, wir machen mal einen Sammelpunkt hier unten hin, weil jetzt sind wir auf jeden Fall dafür ausgerüstet, dass wir es auch tun können. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ganz viele... Oh, Bögen. Alles voll. 52 Eisen, Junge. Krank. Wir könnten eigentlich easy peasy auch alles anderes machen hier. Nein! Schenk dem Schwein das Leben! 4000 Gold, danke. Bitte! Könnt ihr nicht da reingehen wieder? Nee. Ich finde Schaß der Turm als quasi kaputt zählt dann. Ja, wäre auch ein bisschen krass, wenn nicht, aber trotzdem. Wobei, wäre es so krass, wenn man den wieder umschieben könnte? Eigentlich nicht. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. So. Mein Herr. Alle mal rein da. Es werden Waffen benötigt, zur Stelle. Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Die bitte eure auch immer hin. Rücken aus. So, mein Freund. Das war's jetzt komplett mit dir. Bin zur Stelle. Ihr seid der größte Herrscher. Ja, ist auch nicht schwierig gerade. Aber weißt du, mein liebes Schweinchen, das bist du auch ein bisschen selber schuld. Du hast hier schon mal verloren. Warum willst du diesen Berg überhaupt zurückhaben? Geh doch einfach woanders hin. Bogenschützen bereit. Der hat dir bis jetzt noch nie Glück gebracht, dieser Berg. Aber war schon geil, wie der in Rage sich geredet hat, oder? Alle hassen sie ihn. Ich sag ja, ist ein bisschen Mitleid auch dabei. Ja, hab ich auch schon gekauft. Hoppala. Einfach reich. Bin zur Stelle. Mehr der Bogenschützen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Ja, die schicken wir mal ganz kurz irgendwie dahin. Ein weiter Weg, mein Herr. Weil die laufen noch überall hin. Junge, Junge. Ich meine, der ist schon halb tot jetzt, ne? Von Bogenschützen vernichtet. Die wollen sich erstmal hinsetzen. Ganz entspannt. Ja, der Kornspeicher kriegt da sogar Damage. Apropos, können wir eigentlich machen, oder? Bin zur Stelle. Ich schicke mal ganz kurz da hinten hin. Das ist mich echt komisch, was die tun. Nee, nicht da. Sind da. Auf dem Weg. Ja. Wenn die angekommen sind, 120, alles klar. Dann machen wir erst den Kornspeicher kaputt. Einfach, weil es geht. So. Einfach mit Bögen komplett zerschießen. Sieht bestimmt richtig geil aus, wenn da so ein Steingebäude steht und 500 Pfeile drin stecken überall. In jeder Fuge. Hervorragend. So, Waffen kann man zerstören. Das tut bestimmt richtig weh im Geld. Wenigstens hat der eine Kaserne gebaut. Ja, dass sie das überhaupt können, finde ich jetzt halt so krass, ne? Dass die Bauern nebenbei trotzdem noch sterben, ist echt bitter für die. Weil eigentlich sind die nicht mal das Ziel. So. Hervorragend. Und kaputt. Mein Bogen ist euer. Und alle Ziel bitte drauf schießen. Egal wer, einfach hinschießen. Ihr schafft das schon. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, Rekruten, bla bla. Wobei, die kommen wahrscheinlich eh nie wieder an. Bin zur Stelle.
Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, Angriff hier geschlagen, würde ich sagen, ha? Huh? Aber wenigstens warst du mutig genug, den versuchen, den Berg zurückzuholen. Den Mut müssten wir eigentlich belohnen. Aber ich weiß nicht, wie. Wie wär's damit, mein liebes Schweinchen? Ich verfolge dich auch nicht weiter in die Wüste. Geh einfach. Ist ein fairer Deal. Mein Herr, in Bewegung. Alter Junge. Wie das aussieht. Vom Schwein. Nein! Schenk dem Schwein das Leben! Bitte! Da geht's trotzdem diesen komischen Weg da oben. Sieg! Das war eine sehr interessante Mission, ganz ehrlich. Aber direkt den richtigen Call auch mit dem Stein da unten. 1800? Junge, wir haben bestimmt noch locker 70 Eisen im Lager jetzt gerade, weil ich habe ja nur 50 verkauft. Ach du Scheiße. Aber es war eine coole Karte irgendwie. Sehr klein, extrem viele Ressourcen. Grünflächen waren okay. Nice. Sehr, sehr nice.